Gut, danke schön vielmals. Also das Verbindende dieser Themen, das ist wirklich die soziale Ungleichheit, da ist mein Herzblut. Wobei, wenn jetzt Lisa Schmuckli gerade von der vom Selbstfremden gesprochen hat, dann finde ich das eigentlich eine stimmige Formel, weil wir reden ja gerade auch in solchen erwähnten Artikeln manchmal recht großzügig, so das Fremde verstehen, aber verstehen wir überhaupt uns selber? Und müssten wir uns nicht vielmehr auch eingestehen, wo wir uns selber nicht verstehen, um uns verstehend anderen annähern zu können? Und vielleicht liegt ja gerade ein Teil des Verstehens darin, auch das zu akzeptieren, was wir nie und nimmer verstehen werden. Also, ich versuche etwas zu Sozialisation und Emanzipation aus der Sicht der Soziologie zu sagen. Und ich würde das so machen, dass ich zunächst etwas zur Soziologie sage und dann würde ich vier aktuelle Themen aufgreifen und dort nur andeuten, wie aktuell auch Diskurse sich vollziehen und das eben dann mit der Frage verbinden, geht das jetzt in eine emanzipatorische Richtung oder eher nicht? Und am Schluss würde ich dann die Frage stellen, ja und jetzt, was hilft, mehr in Richtung einer emanzipatorischen Richtung zu gehen. Und ich illustriere das auch anhand von 8 Folien. Das Erste, also was ist Soziologie? Soziologie ist diese Wissenschaft, die sich eben mit sozialen Beziehungen, sozialen Gefügen auseinandersetzt und sich dafür interessiert, gewissermaßen, was hält eine Gesellschaft zusammen, aber auch, was treibt sie auseinander. Und das hat schon in der Wende 19. 20. Jahrhundert Emil Durkheim diskutiert. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben, De la division du travail social. Das wird manchmal mit Arbeitsteilung etwas einfach übersetzt. Es geht eigentlich vielmehr um soziale Differenzierungen. Er hat auch ein wichtiges Oeuvre über den Selbstmord verfasst. Und eigentlich das Zentrale dahinter ist eben, dass er zum Beispiel den Selbstmord nicht mehr einfach als etwas nur Individuelles hingestellt hat, sondern dass er das stark verknüpft hat mit dem Gesellschaftlichen. Aus welchen Bedingungen heraus kommt es häufiger zu solchen oder ähnlichen Erscheinungen? Also was machen wir Menschen aus dem, was die Gesellschaft aus uns macht? Ich bin Soziologe, mich interessieren diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ein erster, jetzt geht es wieder nicht mehr weiter. Das ist jetzt so gut. Gut, also ein erster Konfliktbereich wäre, thematischer Bereich wäre eben Gewalt. Und ich halte jetzt keinen Vortrag über Gewalt, ich deute das nur an. Also heute in verschiedenen Zusammenhängen liegt es auf der Hand, etwa im Sport auch Bezüge zu machen, zu forcierter Konkurrenz von Rahmenbedingungen her. Aber wenn wir die Diskurse angucken, dann war es zwar so in den 70er Jahren eine große Errungenschaft, eben auch Gewalt strukturell mitzuerklären, also auch zu überlegen, inwiefern kommen Erscheinungen der Gewalt mitten aus einer Gesellschaft heraus. 80er Jahre, Verlagerung der Diskurse, mehr in die Sozialisation, primäre Sozialisation, ja Familien sind schuld, dann die Schulen sind an allem schuld, dann die Peer Groups. Und wenn wir aktuelle Diskurse analysieren, dann wird Gewalt oft viel, viel enger fokussiert auf das Situative und es wird vor allem auch in Medien zuweilen der Anschein erweckt, als ob diese Gewalt quasi zufällig entstünde. Und ich könnte jetzt eine ganze Reihe von soziologischen Theorien erwähnen und gewissermaßen diesen Diskurs nachzeichnen. Auch in der Soziologie haben wir teilweise eine Verengung in diese Richtung. Und wenn ich da frage, ja und wo wäre jetzt das Emanzipatorische? Selbstverständlich nicht im Entweder-Oder, selbstverständlich im Zusammendenken dieser verschiedenen Ebenen und Bezüge, die alle mitwirken. Ein zweiter Bereich, das ist jetzt die soziale Ungleichheit. Und ich deute sie hier nur an mit dieser Statistik aus dem Global Wealth Report der Credit Suisse, der uns ein wenig gefreut hat, weil wir
zwei Monate vorher eine ähnliche Analyse vorgelegt haben und das wurde kritisch kommentiert, vor allem in der NZZ. Und dann kommt die Credit Suisse und die zeigt eine Statistik, die sogar noch etwas radikaler war, weil sie aufzeigen, in der extrem reich gewordenen Schweiz haben mittlerweile 1% nicht der Unternehmungen, sondern der privaten Steuerpflichtigen mehr steuerbares Nettovermögen als der große Rest. Immer mehr Geld vorhanden und es wird immer mehr einseitig absorbiert. Das hat etwas mit sozialer Ungleichheit zu tun. Aber auch wenn wir die Diskurse jetzt jüngst wieder über Ausgaben bei der Sozialhilfe, Ausgaben bei der sozialen Sicherung angucken, auch hier die Diskurse sind gewissermaßen entrückt von dem, was sich real tut. Denn natürlich steigen die Ausgaben absolut, aber entscheidend sind doch soziologisch die Anteile am gesamtgesellschaftlichen Reichtum. Und wenn Sie alle Ausgaben für die sozialen Versicherungen zusammentun und in Relation zum gesellschaftlichen Reichtum stellen, dann stellen Sie fest, dass seit 10 Jahren die Anteile von über 22% auf jetzt etwa 20% zurückgefahren ist. Und fast niemand merkt das. Und Folgen? Da kann ich eine relativ einfache Korrelation machen, wiewohl ich den Studierenden immer sage, es gibt keine einfachen Korrelationen, aber sie können davon ausgehen, je tiefer die Einkommen sind, desto höher sind auch die gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Depression haben wir schon gehört, ich könnte jetzt Burnout erwähnen, ich könnte erwähnen, dass wir seit der Finanz- und Wirtschaftskrise fast eine Verdoppelung der Arbeitsausfälle haben und je weniger Identifikation mit der beruflichen Tätigkeit vorhanden ist, hat auch oft eine Implikation mit der Ausbildung, desto höher sind die Ausfälle. Muss uns irgendwo zu denken geben. Was mir zu denken gibt, bei früheren Studien über soziale Ungleichheit haben wir festgestellt, eine große Bereitschaft von sozial Benachteiligten, ganz viel auf die eigenen Schultern zu nehmen, was gesellschaftlich mitbedingt ist. Also ich bin selber schuld, wenn ich so wenig verdiene, ich hätte halt auch in der Schule besser aufpassen müssen. Das sind so diese Subjektivierungen, die Individualisierung von etwas, was gesellschaftlich mitverursacht ist. Heute stellen wir fest, das gibt es immer noch zuhauf, aber es verändert sich ein wenig etwas mit der erhöhten Transparenz, zum Teil dank Medien, über soziale Ungleichheiten. Und das gibt Betroffenen etwas, einen anderen Drive, dass sie dann nicht mehr alles auf sich nehmen, sondern dass auch vermehrt so anstelle dieses resignativen Rückzuges, so eine Verkehrung mehr in Richtung Empörung, Wut geht. Aber wenn sich diese Wut mit einer starken Verunsicherung paart, dann suchen Leute wieder sehr schnell Halt bei autoritären Krücken. Und das ist eine der Folgen dieser Entwicklungen. Das macht mir Angst, weil es erhöht die Disposition auch eben dann neopopulistischen Kräften. Ruhe und Ordnung, simplifizieren, pauschalisieren statt differenzieren. Es erhöht auch die Disposition für solche Orientierungen. Und das halte ich für gefährlich. Jetzt, wenn ich soziologisch an diese Fragen rangehe, dann kann ich sagen, ja, irgendwo haben wir etwas wie einen Paradigmawechsel. Jetzt, morgen dann, oder? 9. November, 1989, das Aufbrechen der Berliner Mauer, oder, wird begangen. Ich würde meinen, ich will es nicht strapazieren, aber es hat etwas mit einem Paradigmawechsel zu tun, weil gerade vorher in der Schweiz, der Lift ist irgendwo hochgefahren, breiteste Bevölkerungskreise haben ihre materielle Situation verbessert. It's getting better all the time, haben die Beatles gesungen. Also eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, mindestens in materieller Hinsicht. Alle dachten, es geht so weiter, aber wir haben eben, ich habe das angedeutet, zunächst schon seit den ersten rezessiven Einbrüchen und dann verstärkt seit 1989 rückläufige Entwicklungen. Zum Glück nicht überall, aber in wichtigen Bereichen, bei den Vermögen, auch bei den freien verfügbaren Einkommen. Also was hat sich da getan? Zum einen mit dem erfreulichen Aufbrechen der Berliner Mauer sind natürlich dann auch die Kapitalien viel offensiver in jene Bereiche vorgedrungen, wo eine optimalere Verwertung möglich war. Also hier hat es ökonomische Interessen, Hintergründe, die mitspielen. Aber politisch, meine ich, kommt hinzu, eben, dass wir vorher so ein politisch-liberales Verständnis hatten, Kapital und Arbeit soll in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Arbeit ist wichtig,
und die Ausgewogenheit zum Kapital. Das könnte ich herleiten aus der christlichen Soziallehre, aber auch aus dem politischen Liberalismus. Das war tragend in der Schweiz. Aber seit 89, nicht entweder oder, nicht ersetzt, aber seit 89 haben wir quasi ein hegemoniales Überlagern dieses Verständnisses mehr durch ein finanzliberales Verständnis, das die Kapitalseite sehr viel stärker gewichtet. Und die Argumentation lautet dann, ja Entschuldigung, wie viel Wert die Arbeit hat, das sagt uns doch der Markt. Und wenn der Markt uns sagt, das Geld ist 2, 3 oder 4-mal so viel wert wie die Arbeit, dann ist es eben so viel mehr wert. Also das ist eine neue finanzliberale Gläubigkeit, die in unsere Gesellschaft kommt und die einen ganz neuen, starken Drive mit sich bringt. Und da tut es mir auch leid in der Soziologie, oder? Also zu sehen, auch die Soziologie macht teilweise mit in dem Sinne. Früher gab es Sozialstrukturanalysen und da gab es ein Oben und ein Unten, es gab eine vertikale Sicht. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, oder, da verkehrt es sich mehr eben in eine soziale Differenzierung in der Horizontale. Also Ulrich Beck, den Sie erwähnt haben, weder Klassen noch Schichten, schreibt er. Also es ist eine Hochstilisierung eines Individualisierungstheorems, die eben den sozialstrukturellen Blick für wesentliche Ungleichheiten zunehmend irgendwo ausblendet. Aber es gibt auch Gegenläufiges in der Soziologie, Pierre Bourdieu, der dann versucht, das in sozialräumlichen Konzepten zusammenzudenken. Es gibt eine vertikale, es gibt eine horizontale und es gibt weitere Dimensionen. Und es gibt nicht nur das liebe Geld, das wirtschaftliche Kapital, es gibt das soziale Kapital, die Beziehungen, es gibt das kulturelle Kapital, also Ausbildungen, es gibt symbolisches Kapital und, und. Also hier teilweise Strömungen, die das Individualisierungstheorem strapazieren, aus meiner Sicht etwas Unemanzipatorisches haben, aber es gibt auch Versuche, dem gegenzuhalten. Also das ist so der zweite Bereich, die soziale Ungleichheit. Der dritte Bereich, das ist so die ganze Friedensforschung. Ich war gestern Abend leider nicht hier, weil ich in Deutschland an einer Tagung war mit Friedensforschenden, vielen jungen Friedensforschenden. Zum einen freut es mich, dass sich da viel engagieren und zum anderen merke ich dann auch schon, wie alt ich bin, weil wir Oldies, sage ich jetzt, haben eigentlich immer verstanden, Konflikte auch unter dem Machtaspekt. Das wurde auch schon erwähnt heute. Unter dem Machtaspekt, unter dem Interesseaspekt zu analysieren. Heutige jüngere Konfliktforschende, die haben eher die Tendenz, so auf der Basis von systemtheoretischen Ansätzen, gewissermaßen zum Teil auch radikal konstruktivistisch, alles in Frage zu stellen. Also ist dieser Tisch jetzt wirklich ein Tisch? Also da bekommt, Sie erwähnen dann das als quasi normativ überhöht, was die Oldies eben mit Menschenrechten oder was weiß ich einfach schon eben normativ vorspuren. Sie möchten gewissermaßen objektivierter und nicht mehr mit dem Anspruch an soziale Realitäten ranzugehen, diese auch wirklich ursächlich zu erhellen. Der Anspruch ist dann nur noch, soziale Dynamiken gewissermaßen zu dekonstruieren und nochmals zu dekonstruieren. Und ich finde das auch interessant und ich finde das auch weiterführend, hilfreich, aber doch nicht ersetzend, höchstens ergänzend zu dringlich notwendigen Machtanalysen. Aber hier, wenn wir die Dynamiken angucken, wir haben von der Normierung gesprochen, wir haben vom mechanischen Trend gesprochen, drum hier dieses Räderwerk. Also auch hier, es gibt interessante, ganz unterschiedliche Deutungen in der Soziologie. Es gibt eben die eher zuversichtliche These von Ulrich Beck, der sagt, wir sind nicht mehr im Räderwerk, wir sind nicht mehr in der industriellen Moderne 1 und 1 ist 2, diese Zweckrationalitäten von Max Weber. Wir sind doch in Richtung einer reflexiven Moderne, wir sind in der Lage, Zukunft zu antizipieren und zu merken, ja, wenn das so weitergeht, dann könnte es auch gefährlich werden. Das ist eine schöne, zuversichtliche These. Aber stimmt sie? Marianne Gronemeyer hält völlig dagegen oder sie sagt, nein, wir haben gerade, indem wir uns diese Probleme so vor Augen führen, eine erhöhte Tendenz, Angst besetzt, dass sich Menschen dann zurückziehen ins Schneckenhaus oder dass sie vorwärts flüchten, von Pontius zu Pilatus springen, übereifrig reagieren und eigentlich zum Teil eben sehr kontraproduktiv auch reagieren. Und sie würde meinen, dieses Räderwerk hat heute wieder eine größere Bedeutung dergestalt, dass, wir haben auch heute Morgen schon von Reizreaktionskonzepten, von diesen behavioristischen gehört, sie sagt, ja, davon sind wir rausgegangen.
Ich weiß das noch, was es bedeutet. Bei unserer Sozialisation sind solche Modelle noch viel stärker im Vordergrund gestanden. Oder Pavlov hat das mit den Hunden und den Affen probiert. Und dann macht man das auch mit den Menschen. Man haut ihnen auf die Finger, dann wissen sie, wo es lang geht und sie spuren. Und das war ein so großer Segen, dass nachher mehr eine kognitive Phase gekommen ist. Also auch die Autoritäten mussten sich ausweisen, sie mussten Argumente bringen. Und das ist ja noch mehr geöffnet worden. Horst Eberhard Richter, die Gruppe Solidarität oder Sein statt Haben. Also hier sind von Erich Fromm Öffnungen zustande gekommen. Aber heute, also völlig gegenläufig jetzt wieder zu Ulrich Beck, die These von ihr, wir haben heute wieder, es heißt dann nicht mehr Reizreaktion, sondern es heißt Input-Output, wir haben eine Zunahme von mechanistischen Prinzipien. Und wenn bei uns auch gefragt ist, ja, Soziologie und Sozialisation, dann freut es mich heute immer noch, dass mich Studierende der Wirtschaft mehr fragen oder eher fragen, wie viele Kreditpunkte bekomme ich, wenn ich dieses Buch auch noch lese. Oder da kommt schon dieses pragmatische Denken, das wir ja auch züchten. Soziologiestudierende fragen das noch weniger, aber in ein paar Jahren werden die das auch fragen, wenn das so weitergeht. Dann werden wir auch in der Soziologie Multiple-Choice-Tests haben, oder das reicht dann, um die Massen abzufertigen. Also hier, das Spannende ist eben, das ist jetzt für mich kein Entweder-Oder, Beck oder Grone-Meyer, sondern das Zusammendenken, Lisa Schmuckler hat das vorher auch angedeutet, es geht ja um ein Zusammendenken und die Sensibilität dafür zu erhöhen, wann braucht es was, wann brauchen wir vielleicht mehr das Konfliktive, das Blitzorientierte, das auf den Tisch hauen, wann, wenn viel Verletzlichkeit vorhanden ist, brauchen wir eher das Subtile, das Konsensorientierte. Aber wenn ich mit Managern arbeite, ich habe draußen einen Prospekt aufgelegt, weil wir an der Uni Basel so einen Nachdiplomstudiengang in Konfliktanalysen haben, den ich leiten darf. Und dann werde ich ab und zu in Wirtschaftskreise eingeladen. Wenn ich mit Managern über Konfliktmodelle arbeite, dann gehen alle zum Blitz und sagen, wir sind so konfliktfreudig. Wenn ich frage, was stört Sie an der Waage, dann sagen Sie, das sind die Bieder, Braven, Langweiler, das sind die Sozialen, die Netten, oder die treten an Ort, die und so weiter. Das ist richtig lustig, wie die über das herziehen. Aber wenn wir dann auswerten, dann merken sie sehr schnell, das ist ja die Kritik an die Adresse des eigenen Schattens, dass sie am anderen, was sie sich selber mehr wünschten, etwas mehr Gelassenheit, eben etwas aburteilen, statt es zu integrieren. Und darum geht es, also zu gucken, wenn wir ein Projekt aufgleisen, dann müssen wir vielleicht eher organisch wie eine Blume Zeit lassen, nicht schon wie ein Räderwerk. Aber das Räderwerk hat auch seine Funktion. Wenn wir in einer operativen Phase sind, dann will ich nicht immer über Blumen reden, dann will ich, dass es funktioniert. Also hier, emanzipiertes Denken wäre nicht das Entweder-Oder, sondern das Zusammendenken, aber in einer Weise, dass wir nicht in eine Beliebigkeit abdriften, sondern in einer Weise, in der wir bewusst mit unserem Privileg umgehen, eben auch uns über Grenzen verständigen zu können. Das letzte Beispiel. Wir haben derzeit starke demografische Diskurse und bevorstehende Abstimmungen. Und ich halte jetzt kein politisches Referat. Aber es ist schon interessant, oder, wie auch Teile der Wissenschaft mitmachen mit diesem Diskurs. Zum Beispiel, ja, demografisch, das ist ein Problem, es gibt immer mehr ältere Menschen. Das ist ein Eindruck, den viele Leute haben. Die meisten haben, auch wenn ich das jetzt testen würde, den Eindruck, es gibt mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige bei uns, obwohl wir immer noch 300.000 mehr unter 20-Jährige in der Schweiz haben. Also hier gibt es auch wieder diese Wahrnehmungsverzerrungen, die zum Teil mit Interessen, Verteilungsfragen zu tun haben, aber auch mit kulturellen Hintergründen und eben auch Dynamiken von Debatten. Aber was kann ich jetzt hier machen, emanzipatorisch? Ich kann aufzeigen, Entschuldigung, natürlich nehmen die Anteile der älteren Menschen zu. Aber bis wann? Die nehmen zu bis zum Jahre 2035. Und dann kommen ja die geburtenschwachen Jahrgänge ins Alter. Das ist ja logisch, oder? Dann kommt der Pillenknick ins Alter. Und diese Kurve wird zurückgehen, die wird nie mehr steigen. Und doch meinen alle Menschen, das geht immer weiter so. Und das andere, ich könnte argumentieren, und ich habe das kürzlich auch in St. Gallen machen dürfen, ich könnte argumentieren und aufzeigen, und da könnte ich eine Stunde referieren, ich könnte aufzeigen, wie die Renten rentieren. Also wir müssten sie schleunigst erfinden, wenn wir sie nicht hätten, weil die haben über Konsum, Wohnausgaben viel höhere Wertschöpfungen als ganz viele andere Investitionen. Aber unsere Gesellschaft ist blind für eine solche Sicht, oder? Und eben,
Aber wäre das jetzt eine emanzipatorische Argumentationsweise? Ich habe sie so gemacht, aber ich habe sie ungern so gemacht. Und ich habe gemerkt, ich komme an, wenn ich bei Ökonominnen und Ökonomen so ökonomistisch argumentiere. Weil da geht es um das liebe Geld. Aha, das stimmt eigentlich. Ist ja noch spannend, oder? Aber eigentlich gehe ich auch genau auf diese Ebene, die ich gewissermaßen auch kritisiere. Da komme ich auch in dieses utilitaristische, pragmatische Nützlichkeitsdenken, oder? Was wäre, wenn ich nicht nachweisen könnte, dass die Renten rentieren? Sie wären doch genauso wichtig, oder? Also drum dringlich, Emanzipation würde hier heißen, dass wir sagen, also damit es den Menschen gut geht, damit es möglichst allen gut geht, damit sie selber auch Strategien entwickeln können, die ihnen Freude bereiten, und wenn sie sich selber Gutes tun, dann können sie das auch eher weitergeben. Also wie bei uns 68, soyez réaliste, demandez l'impossible, oder? Dann öffnen sich Horizonte. Also hier mehr die Frage Sinn, statt auch so zu argumentieren gegenüber Leuten, die den Eindruck haben, je schneller, wir müssen so permanent irgendwo die Effizienz optimieren, angstbesetzt, oder es muss alles immer schneller drehen, und dann sage ich aber, das rentiert, da bin ich gefährlich nahe an dieser Argumentation. Drum Schnitt und auch zu sagen, es geht um die Frage, wozu das alles? Was ist eigentlich wichtig im Leben? Das ist für mich die schier subversive Frage, die uns viel näher an das Emanzipatorische führt. Und das Letzte dazu, was heißt denn das? Also natürlich, ich könnte jetzt ganz viele so Forderungen runterbeten, die ich alle teile. Es geht ganz klar um Machtfragen, es geht um Verteilungsfragen, es geht darum, dass untere Löhne und so weiter. Und da wünschte ich mir auch eine emanzipative Soziologie, die nicht parteipolitisch, aber die Zusammenhänge so erhält, damit mehr Transparenz in diesen wichtigen Bereichen entsteht. Also das sind ganz, ganz zentrale Anstrengungen, die sind unabdingbar. Also wieder die Veränderung auch dessen, was Lisa Schmuckle mit dem Rahmen erwähnt hat, die Veränderung der Rahmenbedingungen, sie sind zentral, eben was machen Menschen aus dem, was sie mit ihnen machen, Rahmenbedingungen sind zentral, aber sie reichen nicht aus. Wenn wir auf die strukturellen Veränderungen warten, es gibt keine Alternative, sich dafür einzusetzen, aber dann können wir lange warten. Darum ist es so wichtig, eben auch Schritte in den Blick zu nehmen, die heute und morgen weiterführend sind. Das permanente Behaften auf dieser Sinnfrage ist etwas Wichtiges. Und da komme ich auf den Anfang zurück, eben mit der Auseinandersetzung mit dem Selbstfremden. Das heißt ja auch die Auseinandersetzung mit uns selber. Und wenn wir selber so in Bildern drin sind, Leiter hoch, immer höher und noch höher, dann kommen wir vielleicht vermeintlich näher zum Himmel, oder? Aber wir sind dann relativ einsam oben, können vielleicht nicht mehr zurück. Drum habe ich nebst der Natur, die uns auch eben veranschaulichen soll, das sinnlich Wahrnehmbare zu suchen. Ich halte das für zentral. Ich kann doch Leuten viele Argumente geben, viele Zahlen geben, das geht hier rein und da raus. Aber wo wir Möglichkeiten bieten, dass Menschen sinnlich andere Realitäten wahrnehmen können, wie geht es einem Kind mit einer Behinderung? Das geht ans Herz, das berührt, das erwirkt viel mehr. Also darum ist es ganz wichtig, solche auch Schritte anzuregen. Aber die Leiter, was symbolisiert sie? Wir haben heute auch schon von Adorno gehört. Also was symbolisiert, ich komme natürlich aus der kritischen Theorie und halte sehr dafür, diese strengen, gewissermaßen undogmatischen, auch marxistisch fundierten Strang mit einem mehr psychoanalytischen zusammenführen zu lassen, diese Tradition auch weiter zu kultivieren. Aber das heißt, mit einem Bild von Adorno, der entgegnet zwar etwas ultimativ gegen Alport, wenn es um den Umgang mit Vorurteilen geht, weil Alport sagt, je mehr wir eben auch andere sinnlich wahrnehmen, desto eher sind wir in der Lage, auch Vorurteile abzubauen. Und das stimmt teilweise, aber nicht so kausal und direktiv. Es ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Adorno sagt dann, es ist ganz zentral, sich mit den eigenen blinden Flecken auseinanderzusetzen. Und das heißt, dass wir nicht immer Treppe hoch, sondern ich habe da noch eine so etwas geschwungene, in Stein gehauene Treppe abgebildet. Es ist wichtig, dass wir auch immer wieder nicht nur hochsteigen wollen, sondern bei uns selber in den Keller steigen,
vielleicht die knarrenden Treppen runter und zunächst wenig, aber dann immer mehr Konturen wahrnehmend, vielleicht auch die duftenden Obstborten. Also da wird es interessant. Und das Selbstreflexive, das hat ganz viel mit dem zu tun, eben mit einer emanzipierten Soziologie. Und um abschließend jetzt nicht den Anschein aufkommen zu lassen, so als Oldie, kritische Theorie, und ich frage mich manchmal, warum ich noch so zuversichtlich bin. Und ich freue mich so oft, auch gestern in dieser Auseinandersetzung mit diesen Jugendlichen, ich freue mich dann ganz oft auch wahrzunehmen, dass das, was ich eigentlich auch postuliere, aber von unserer Sozialisation her eigentlich uns weniger nachgelegt ist als heutigen Jugendlichen, weil wir selber noch viel stärker so bei diesem Entweder-oder-Prinzip verhaftet sind, eben aus dieser industriellen Moderne. Und heutige Jugendliche, habe ich den Eindruck, die sind oft sehr viel näher dran, gewissermaßen auch Identität damit zu verbinden, eben mit der Fähigkeit, Ambivalenzen und Widersprüche zuzulassen, hoffentlich ohne in Beliebigkeit abzudriften. Aber das heißt für mich auch, dass es hier neue Anknüpfungsmöglichkeiten gibt, weil das Entweder-Ober mehr in ein Sowohl-als-auch und vielleicht verbindendes Und mit Gefahren, ich habe es erwähnt, verbunden wird. Aber die Chancen, die bedeuten eben auch, dass heute, wenn selbst wir eine Entwicklung in Richtung dieses Räderwerks haben, dass heute eben auch hier ganz klar neue Gegenläufigkeiten zustande kommen. Weil für mich ist es nachvollziehbar, dass das, was wir jetzt immer wieder zu Recht kritisieren, das Durchsetzen des Individualisierungstheorems, zum Teil fatal, aber vielleicht historisch notwendig in dem Sinne, dass frühere Konstellationen sehr zwangsgeborgen waren, oder? Der Soziologe Theodor Geiger, Kuhstall, Wärme der Gemeinschaft. Es ist für mich nachvollziehbar, dass Menschen ausbrechen wollten, mehr in sachlich distanzierte soziale Beziehungen, die Freiheit mehr in der Anonymität suchten, aber ich habe den Eindruck, heute gibt es ganz viele Menschen und vor allem auch Jugendliche, die merken, dass bei dieser erstrebten Coolness es teilweise allzu cool geworden ist. Und das gibt neue Bereitschaften, soziale Verbindlichkeiten einzugehen, ohne dass es von oben aufoktroyiert wird, ohne dass es einfach aus der Angst oder ohne dass es einfach aus der Not kommt, sondern mehr aus freien Stücken. Und da gibt es zumindest interessante Anknüpfungsmöglichkeiten. Ich hoffe, wir entdecken sie.